Michael Hassler, Gesamtbauleiter beim Projekt Montforthaus Neu hier in Feldkirch. Im letzten Herbst haben die Abrissarbeiten und dann die Bauarbeiten begonnen. Wie sieht es denn aus mit dem Fortschritt bei den Bauarbeiten? Wir liegen derzeit innerhalb des Terminplanes und nachdem uns der Winter nicht lange aufgehalten hat, wird es auch so weitergehen. Also kann man davon ausgehen, dass der Eröffnungstermin im Spätherbst 2014 eingehalten werden kann? Ja, davon gehen wir aus. Wo befinden wir uns denn jetzt im Zeitplan und was sind die nächsten Schritte? Derzeit führen wir das zweite Untergeschoss aus, sprich das ist die Ebene der Tiefgarage. Und die nächsten Schritte werden sein, dass wir gerade hier, wo wir stehen, die Tiefgaragendecke ausführen. Und danach kann hier in diesem Bereich bereits mit der Außenanlage begonnen werden. Die Gesamtkosten von 40 Millionen Euro werden hauptsächlich auf Vorarlberger Industriebetriebe aufgeteilt. Warum dieser Fokus auf Ländlefirmen? Grundsätzlich unterliegen wir dem öffentlichen Vergaberecht. Eigentlich haben wir keinen Einfluss darauf, wer zum Zuge kommt, aber derzeit ist es so, dass wir 90% der ausführenden Firmen stammen derzeit aus Vorarlberg. Was ist denn das Besondere an diesem Projekt Montforthaus Neu? Es ist bautechnisch eine Herausforderung, innerhalb dieser kurzen Zeit ein dermaßen kompliziertes Gebäude zu erstellen. Wir haben ein sehr umfangreiches Planerteam und eine sehr reduzierte Bauzeit. Worin besteht architektonisch die Herausforderung? Das Gebäude hat sehr viele Schrägen, sehr viele Rundungen, sehr viele Niveaus. Es ist architektonisch meiner Meinung nach eine Schönheit, aber gerade deshalb auch eine Herausforderung. Als Gesamtbauleiter sind Sie für die Kommunikation mit den Anrainern verantwortlich. Wie gestaltet sich denn diese Zusammenarbeit? Die Wünsche und Beschwerden der Anrainer landen bei uns. Wir gehen möglichst rasch darauf ein, stellen direkten Kontakt her und dann werden sie beseitigt.